So, wir wollten da hinten das Punktepony. Wer ist denn das? Das werden wir den Punkten. Ja, genau. Genau, die Balea, das ist richtig. Super. Genau, haben wir die Balea, gell? Weiß noch irgendjemand, was für eine schwere Farbe das genau, ist? Genau, was war denn das für eine schwere Farbe? Hat mit einem Raubtier zu tun. Könnt euch bestimmt noch ein paar können. Ja, Emmy, korrekt, den Tigerschecke. Super, prima. Klasse, sehr gut. Ja, du kannst auch gerne da folgen, wenn du willst. So, gut, genau. Die Balea ist ein Tigerschecke. Hat denn einer von euch einen Tigerschecken bei sich zu Hause? Ich Zeit versetzen. Ja, das ist cool. Die Amelina ja, genau, hat einen sehr super. Gut. Bei Sarah Melia, das ist ein Rapschecke. Guck mal, der steht da. Der hat kein Tigerscheck. Ist auch gar nicht so häufig bei den Spielzeugpferden, ne? Gucken wir mal. Guck mal, Sarah Melia, ich glaube, das ist eher dein Pony, oder? Was du da hochgehalten hast. Genau, und das ist ein Rapschecke, Edda, genau. Super. Edda hat auch ein Rapschecken. Sophie sucht noch Pferdis. So, ihr Süßen, wenn wir jetzt einmal hier bei dem Rapschecken sind, wer ist denn das von unseren Ponys? Liegt noch ein kleiner daneben. Ja, noch ein kleiner Rapschecke, genau. Aber wir suchen jetzt den großen Rapschecken. Wen haben wir da? Der ja. Chico, richtig, Emmy, super. Klasse. Guti, ja. Genug Pferde geguckt? Darf die Chrissy wieder ein bisschen Sport genau, mit euch wir machen? Genau, wir sporteln jetzt ein wenig wieder. So, ihr Lieben, ihr steht wieder alle auf. Und ich schwinge jetzt so das Seil. Okay? Und jedes Mal, wenn ihr das Seil vorbeikommen seht, nicht hoch, also ihr müsst jetzt nicht so springen, sondern immer nur einen kleinen Hopp. Hopp, hopp. Okay, also immer wenn ihr das seht, springt ihr hoch. Okay? Ja, wenn das hier unten lang geht, ne? Genau, immer wenn das so unten lang geht, dann hüpfen. Hüpft ihr hoch. Ich hüpfe auch ein bisschen mit. Wir können das ja mal so machen. Ich hüpfe immer ein Stückchen zu spät. Ja, die hüpfen gut mit. Hier wird gesprungen. Ich hüpfe zu spät. Ich habe kein Timing. Ihr habt bestimmt besseres Timing wie ich. Da wird gesprungen. Mal gucken, ob die Nachbarn sich freuen. Unsere Kinder müssen sich bewegen, müssen im Training bleiben. Genau. Wenn ihr schon keinen Sportunterricht mehr macht, super. Ihr seht, ich habe irgendwie kein Timing. So, reicht das mal? Ausschütteln. Ja, ausschütteln. Gut. So. Und jetzt machen wir mal ein Stückchen schwerer. Machen wir nicht oft. Machen wir nur zwei, dreimal. Zwar immer, wenn ihr das vorbei, ich auf ein Bein. Und immer, wenn ihr das Seil vorbeikommen seht, ich versuche es jetzt langsamer zu drehen. Und wenn ihr das vorbeikommen seht, dann hüpft er da mit einem Bein hoch, okay? Ich versuche es auch richtig zu machen im Gleichtakt, wie das Seil. Ist schwierig für mich. Zwei Sachen auf einmal. Okay, los geht's. Sag ich doch. Das ist echt schwierig für mich. Chico sagt, da gehe ich mal. Die schwingt mit dem Seil. Das wird zu viel anstrengend. Gott, das reicht erstmal für das rechte Bein. Jetzt nehmen wir das linke. Geh, rechtes Bein hoch. Machen los. Alle super mit. Anwinkeln und los geht's. Ja, die Muskelkater meines Lebens morgen haben. Die Kinder hoffentlich auch. So, das reicht erstmal wieder. Bisschen ausschütteln wieder, damit er schön locker bleibt. Damit es nicht so viel Muskelkater gibt, gell? So. Guti. Legen wir das mal kurz zur Seite. Und jetzt machen wir eins. Ich möchte, dass ihr euch jetzt ein bisschen dehnt. Sind wir ein bisschen warm? Wieder? Vom Hüpfen jetzt dehnen wir uns ein bisschen. Und zwar Beine ganz leicht angewinkelt. Nicht durchstrecken nach hinten. Ganz leicht einknicken. Ganz leicht, nicht zu doll. Nur ein bisschen. Ja, dass er nicht durchgedrückt da steht, sondern ein bisschen. Und dann möchte ich jetzt, dass ihr eure Arme hier an die Seite nehmt
zieh das immer drauf. Das ist so. Arme an die Seite und mit dem Oberkörper langsam unten, mit den Armen hier an den Beinen lang und schön runter. Und dann hier unten mal die Fette, die Fersen umfassen und zieht euch mal ein bisschen ran. Ein bisschen ran. Schön ran. Wie gesagt, hier nicht durch. Drücken die Knie. Einfach hier. Juhu. So ein bisschen schön den Kopf mit ranziehen. Da sollte es bei euch hier hinten in den Beinen ziehen. Okay, schön hier. Anfassen, ein bisschen ranziehen. Wie gesagt, darauf achten, dass ihr nicht eure Knie durchdrückt, sondern dass ihr ein bisschen angewinkelt sind. Ja? Schön ran. Macht ihr bestimmt super. Und jetzt beim Hochkommen, Arme wieder an die Seite und langsam nach oben. So. Sehr schön. Beine wieder ausschütteln. Ausschütteln. Super. So. Wieder ein bisschen einknicken hier die Beine. Rechtes Bein nach oben nehmen. Ich rutsche hier weg. Rechtes Bein nach oben. Hier am Fuß anfassen und ein bisschen nach hinten ziehen. Ein ganz kleines bisschen. Da solltet ihr euch hier vorne im Oberschenkel ziehen. Okay? Könnt ihr gerne auch beide Hände nehmen, dass ihr euren Fuß habt. Uah. So, ein bisschen ziehen. Super. Macht das bestimmt klasse. Sieht bestimmt super aus. Ja, andere Seite. Links. Dreh mich um. Linkes Bein hoch. Wieder darauf achten, dass er hier im Standbein ein bisschen eingeknickt sei, dass er das nicht so durchstreckt. Das hüpft durch die Dinge. Kein Gleichgewicht. Gut, dass wir das mal üben. Ah. Wieder ein bisschen nach hinten ziehen. Wie gesagt, schön darauf achten, dass auch euer Standbein, dass das locker bleibt. Ja? Die, die das gut hinkriegen, können auch hier ein bisschen runtergehen. Oh ja, Emmy macht das super. Katalea, klasse. Miriam auch. Bei Edda klappt das so auch besser, ne? Als nur stehen. Aha. Sarah Melia hat jetzt auch eine Technik und Amelina ist auch ganz fleißig. Mit einem Hafi auf dem T-Shirt. Mit einem Haflinger, super. Wer ist denn unser Haflinger? Wer hat denn den Haflinger? Da gehen wir noch hin. So, ein Haflinger-Tier. So. Ja, Lenja hat wieder absteigen, Sophie hat absetzen, super. Wenke so. Ist, glaube ich, auch dabei. Ja, klasse. Ja. Sehr schön. So. So, jetzt machen wir noch die Arme. Strecken wir unsere Arme noch mal ein bisschen, gell? Wie können wir die strecken? Und vor allem unseren Oberkörper. Beine ein bisschen auseinander, hüftbreit auseinander. Also so breit wie eure Hüfte ist. Nicht so. Auch nicht so. So breit ist eure Hüfte nicht. Niemals. So breite Hüfte habe ich noch nie gesehen. Außer bei einem Ball vielleicht. So. Hüftbreit auseinander. Wieder darauf achten, nicht durchstrecken, ein bisschen locker stehen. Okay? So. Nehmt euren rechten Arm nach oben und beugt euch hier nach links rüber. Schön gerade bleiben. Der Arm bleibt gerade. Ihr zieht hier schön rüber. Also hier eure Seite schön, schön durchstreckt. Den Arm könnt ihr hängen lassen oder nehmt ihn hier in die Seite rein. Und schön strecken. Und wo es nicht wirklich zieht, da geht es noch ein bisschen weiter nach unten. Okay? Ja, Sarah Melia, bleibt mal ein bisschen aufrechter, nicht ganz so weit nach vorne kippen. Also nicht so. Genau, nicht nach vorne runterfallen, sondern gerade. Dass du hier mit dem Arm hier genau so eine gerade Linie ziehst, gell? Die anderen machen das ganz super. So. Wunderbar. Dann nehmen wir den linken Arm. Ja, Sarah Melia hat es jetzt auch. Und jetzt die andere Seite. Genau. Strecken wir unsere andere Seite ein bisschen mal durch. Sieht bestimmt toll aus. Ich sehe euch nicht. Ich sehe nur Sandra. Die macht nicht mit übrigens. Ich muss ja das Handy halten. Ist keine Ausrede. Genau, Sarah, andere Seite jetzt. Genau. Ja. So. Super, so ist korrekt. Super. Wunderbar, jetzt haben es alle richtig. So, dann lockern wir uns wieder. So, und um es wieder ein bisschen warm zu kriegen, machen wir jetzt eins. Ihr wisst eins, das kennt ihr alle. Ob ich es doch kann, ist die Frage. So, und zwar der Hampelmann. Los geht's. Auf. Ich will es klatschen hören. Oder sehen zumindest. Ne? Wir sehen's. Und Miriam macht einen schönen Hampelmann. Katalia auch. Emmy. Wunderbar. Bei Edda wackelt die Bude. Sarah Melia, klasse. Amelina, wunderbar. Gut, dass wir nicht in der Wohnung sind. Ich weiß nicht, ob bei Jelenia unten drunter die Nachbarn sich schon beschweren. Sophie macht das spitzenmäßig. Alle super. Ich kenne da aus dem Sportunterricht, gell? So. Großartig. Macht das alle ganz spitze. So. Mensch, da können die Ersten schon nicht mehr. Mensch. So, schüttelt euch wieder aus.
So, dann gehen wir mal zur Pause. Machen wir mal kurz Pause. Gucken wir mal wieder zu unseren Ponys rein, oder? Und trinken. Trinken nicht vergessen. Ich habe meins vorne stehen. Ich warte noch nicht. Komm, wir gehen mal zu den Ponys. Wir laufen schon mal vor. Und ihr trinkt einen Schluck. Und dann schauen wir mal wieder rein zu unseren Kleinen. So. Wen haben wir? Verstecken sich alle. Unsere Ponys verstecken. So. Wen haben wir denn hier? Hm? Ah. Und nach oben schön gerade halten, denk dran. Schön gespannt lassen. So, dann lass die Sandra mal rein. Das Pony ist drin? Genau, Pony ist hoffentlich drin. Sandra, das Pony ist drin. Hm. Ohne Führstrick heißt es für das Pony. Na Mensch. Das ist High Level. So, na, wen haben wir denn hier? Hier haben wir ein wunderschönes Pony, das gehe ich gerade gefallen. Wen haben wir denn hier? Den kennt ihr auch alle? Ja, hier kommen schon die ersten richtigen Antworten, richtig. Der Tamino. Genau, der Tamino, unser Chef, nachdem er uns Rentsch benannt ist. Mhm. Nachdem hat die Sandra die Rentsch benannt. Tamino. Und so. Dabei ist der Tamino noch gar nicht so alt. Die Rentsch aber auch nicht. So, was ist der Tami für eine Farbe? Was hat denn der für eine Farbe? Wir gucken uns das nochmal genau an. Genau. Sie haben eine braune Schnute und eine schwarze Mähne. Und dann haben wir hier noch eine andere Farbe. Ich würde sagen, da haben wir den zu oft in die Bleiche gesteckt. Was hat der Tami für eine Farbe? Wisst, Edda schickt drei Fragezeichen. Weiß es jemand? Jawohl, Emmy, großartig. Und alle anderen dürfen schon mal das Pferd hochhalten, was sie vielleicht in ihren Spielzeugpferden haben, was auch die Farbe hat. Das ist nämlich korrekt. Das ist ein Braunschecker, der Tami. Na, hat jemand von euch einen Braunschecken? Sarah Melia hält dein Pferd hoch. Halt mal höher. Es ist auf jeden Fall ein Schecke, den du hast. Ist der braun oder ist der schwarz? Ich glaube, der ist schwarz, oder? Schwarz-weiß. Na, Amelina, das ist doch die Balea gewesen. Das war doch schon vorhin die tolle Balea. Sarah Melia hat auf jeden Fall nochmal den Chico in der Hand. Na, ich glaube, Lenja, das ist nicht der Tamino. Aber auf jeden Fall hat die Sophie den Tamino, sogar in zweifacher Form. Wunderbar. Also müssen wir mal gucken. Du darfst das selber nochmal kontrollieren, wer von den beiden auch eine schwarze Mähne hat. Super. Sehr schön. Also Tami, der Braunschecke. Wollt ihr noch ein Pferd haben, was ihr uns... Ja, genau, Miriam, wunderbar. Sollen wir noch ein Pferd suchen, zum Raussuchen für euch? Na, wartet mal, da finden wir doch was. Das. Die Lili. Und unser neues Pferd, die Jurika, kennt ihr noch gar nicht. Also, es ist nicht die Reitschule, aber ein neues Pferd auf der Ranch. Und wen haben wir denn hier? Wen haben wir hier? Wer erkennt dieses tolle Pferdchen? Ja. Jawohl, korrekt. Sehr schön. Alle richtig erkannt. Und wer von euch weiß noch, was es für eine Farbe ist? Ist nämlich gar nicht so leicht. Und wer die Farbe nicht reinschreiben will, der darf sein Spielzeugpferd raussuchen in der Farbe und schon hochhalten. Oh, jawohl. Ich glaube, Miriam hat das richtig. Emmy ist super. Emmy, wunderbar. Du hast ja das richtig gut gemerkt mit der Farbe. Mal gucken, ob es noch jemand hinschreibt. Sehr schön, Amelina. An deinem Pferdchen fehlt jetzt nur die helle Mähne, stimmt's? Der hat eine super schöne dunkle Mähne. Hast du noch eins mit heller Mähne in braun? Sehr gut. Edda hat auch einen Haflinger. Einen sehr schönen im Übrigen. Ja. Und Henny hat auch recht. Also Lichtfuchs und Hellfuchs sind beides die komplett richtigen Bezeichnungen. Sarah Melia, genau, was? Du hältst gar nichts hoch? Okay, entschuldige. Sehr schön, Lenja und Sophie, ihr habt natürlich auch die richtigen Pferde in der Hand. Wunderbar. Großartig. Wunderschön. Und die Henny hatte das auch auf jeden Fall richtig mit dem Lichtfuchs. Spitzenmäßig. Okay, wollt ihr noch ein Pferd oder sollen wir weiter sporteln? Wollt ihr euch wieder bewegen? Nein. Also kein Pferd mehr, lieber Sport machen, ne? Da wird geschrieben bei Edda. Sehr schön, Amelina hat jetzt auch noch einen Hellfuchs gefunden. Das kannst du sehen, wer schreibt. Achso. Ja, indem sie sich nach vorne beugt. Ja.
Ihr wollt lieber ein Pferd sehen. Okay, dann suchen wir euch noch ein Pferd. So. Oh, hier haben wir zwei. Zwei ganz tolle. Zwei ganz Lieblingsmäuse von euch. Oh, ich glaube, da findet jeder ein Liebling rechts und links. Okay, wir fangen mal an mit diesem jungen Mann hier. Erkennt ihn jemand? Er vermisst euch schon. Guck mal, er macht schon einen schönen Hals. Er vermisst euch. Möchte euch bald wiedersehen. Jawohl, genau. Und hey, Kalle ist es nicht. Für Kalle ist er, guck mal, Chrissy an. Die kann das da auf den Rücken passen. Das schaffen wir bei Kalle nicht. Genau, aber Flaps ist natürlich richtig. Und wer weiß die Farbe von unserem Flapsi noch? Guck mal, wer sich da ins Bild drängelt. Eine Nase. Genau, Miriam, halt's nochmal in die Kamera. Ich glaube, es ist richtig. Sehr gut. Und da wurde gerade schon Fuchs gesagt. Also das, was du hochhältst, Miriam, guck mal, die guckt uns gerade an, weil die hat nämlich auch die schwarze Mähne. Das ist nämlich ein braunes Pferdchen. Und Edda hat natürlich auch recht, ein Fuchs. Emmy, das ist ein total schönes Pferd. Das geht aber tatsächlich in die Hellfuchs- bzw. Lichtfuchsregion, weil die Mähne hell ist. Wenn wir nur einen Fuchs nehmen, Flaps hat auch eine hellere Mähne wie sein Grundfell, aber eigentlich ist die schon auch braun in der Farbe seiner kurzen Haare. Wir gucken nochmal genau. Hallo. Kuckuck. Na, ihr seht, also Flaps möchte nicht, dass das Fell in Großaufnahme filme. Hast du da was versteckt? Das braun und Schweif auch braun. Im Gegensatz dazu. Genau, super Miriam, beide. Also der untere ist auf jeden Fall richtig, das ist der Flapsi. Jetzt gucken wir bei den anderen nochmal. Sarah Melia, halt's ein bisschen näher an den Computer. Ja, guck mal, das ist die Ruby, oder? Da hast du die Ruby, die ich jetzt gerade vor mir habe, ne? Braun, dunkelbraun mit schwarzer Mähne. Sehr schön. Lenja hält übrigens auch eher die Ruby hoch und auch die Sophie hat die Ruby in der Hand. Habt ihr mehr Rubis zu Hause? Das ist Ruby, genau, Edda. Korrekt. Unsere Süße. Ne? Und Amelina vermisst die Ruby. Wir vermissen euch voll. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Korrekt, Emmy. Ruby, das ist ein braunes Pferdchen. Na. Unsere Ruby-Nase. Mit ganz schönen großen Klopschen. Große Supi. Und so. Da ihr natürlich auch immer auf dem Laufenden sein müsst, was hier so abgeht, guck mal da im Hintergrund. Da wird gerade auch ein neuer Koppelbewohner mit wieder hergeführt. Also der wohnt jetzt im Moment drüben bei den Fohlen. Weil es nämlich selber noch ein junges Pferd ist. Unser Neuzugang, die Amy. Auch ein Privatpferd. Und noch viel zu jung zum Reiten. Die ist erst zwei. Genau. So. So. Da kommt noch die Figa vorbei. Nochmal ein schönes Beispiel für einen dunkelbraunen Schecken. Weil im Vergleich zum Chico können wir nochmal mit uns gucken. Können wir die erwischen? Hallo Rosi, Figa, Entschuldigung. Hallo. Die hat nämlich braun. Guckt sie uns an. Da werden sie hochgehalten. Das ist super. Da werden schon wieder die Pferde hochgehalten. Sehr gut, Miriam. Sie ist schon sehr dunkel. Man könnte sie fast schon für einen Rapschecken halten. Aber tatsächlich, guck mal, wenn ich es genau anleuchte, seht ihr es auch, es ist eher braun als schwarz. Seht ihr das? Hübsch. Ja, auf jeden Fall ist sie hübsch. Vielleicht ein bisschen dick gerade. Ein bisschen zu rund. Sag mal jetzt dem Sascha nicht. Das ist wie Sascha, der im Sand war. Ja, mein Pferd. Ja. So. Willst du hier weiter sporteln? So mitten auf der Koppel? So mitten auf der Koppel. Rosi erschreckt. Macht sie nicht. So. Wollen wir noch ein bisschen Sport machen? Noch ein bisschen bewegen? Ha? Dann steht noch mal auf. Ich denke schon, oder? Ihr seid ja im Moment mehr oder weniger zu Hause allein. No. Gut, dann steht wieder auf. Teilweise im Sprung, sehr gut, ja. Schafft er? Oh, sehr schön, Sophie, genau. Korrekt. So, alle sind schon wieder am Aufstehen. Die kommt noch näher. So, Figa macht mit. Die hat gehört, sie muss abnehmen. Okay. Du hast gehört, du sollst abnehmen. So, mein Schatz. Ah, du weißt doch, wir Tellerwäscher, wir streicheln das Pferd. Ja, genau, wir streicheln das Pferd. Ja, stimmt, das können wir nicht machen. Ich streichle das Pferd. Und ihr macht hier. Nein. Wir machen jetzt uns erstmal wieder machen warm. Wir machen nach. Ja. Gut, dann die linke Seite. So. Rosi, ich finde das gut. Ja. Den ganzen Körper bitte abstreichen. Den also. Körper abstreichen. Oh. No. Ja, genau. Genau, ihr dürft mitmachen. Katalia macht das schon. Wenn ihr nachher putzen kommt, euch fallen ja die Arme ab, wenn ihr das nicht übt. Genau. Emmy mag nicht mitmachen. Emmy, mach mit! So. Genau. Aber eins. So. Wo sie genug gestreichelt.
Hobby. So. Genau, dann werden die schlecht fertig Spielzeugpferde gestreichelt. So. Na, schau mal, dein Pferd sauber. Das Pferd ist dreckig, genau. Aber wie? Deswegen müsst ihr wiederkommen. Deswegen. Guckt euch unsere Pferde an. Sieht aus. Genau. Einmal das Pferd hier. So, jetzt machen wir eins. Kniehebel auf den Stand. Okay, auf geht's. Schulter, Ellbogen an die Knie ran. Ja, hallo, mein Schatz. So, hoch, 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 hoch. Irgendwann geht mir die Puste aus, da kann ich dann nichts mehr sagen. Schön Ellbogen an die Knie ran. Das geht alles im Stand. Müssen wir nicht zwanghaft im Laufen machen. Ah. Schön hoch. Die machen alle super mit. Schön die Knie hoch. Sieh da, ich komme schon aus der Puste, ich kann es fast nicht mehr sagen. Alle mit einem Lächeln dabei. Es machen alle mit einem Lächeln mit und springen durch die Gegend. Er da hat Lachkrampf. Nachbarn freuen sich. Im Hintergrund bei Miriam springt das Baby mit vorbei. Das ist gut. So. Gott, reicht das mal? Hier wird der Boden langsam uneben. Kommt doch nicht ganz so zustande. So, wieder ein bisschen ausschütteln. Luft holen. Wisst ihr, wie ihr am besten mal Luft holen? Das könnt ihr nämlich auch machen, wenn ihr mal doch vom Pferd fallen solltet. Weil ich mal die Luft bleibt. Arme hoch. Ein bisschen dahin strecken und tief. Schön Arme hoch, nach hinten ein bisschen und tief einatmen. Wenn euch das schwerfällt, macht es mit Arm hoch. Einatmen, Arm hoch. Ausatmen, Arm runter. Einatmen, Arm hoch. Ausatmen, Arm runter. Okay, gut. Ausschütteln wieder. So. Rosi, kriege ich ein Hampelband hin, wenn du hier neben mir stehst? So. Ich rutsche ein Stück rüber, okay? Ich rutsche ein Stück rüber. Wir machen wieder Hampelmann. Los geht's. Auf. Schön. Das ist auch ruhig. Das wird's doof. Das ist ihr zu blöd. Schön den Hampelmann. Los. Damit wir wieder ein bisschen fitter werden. Ihr bald wieder zu uns kommen könnt. Und dann machen wir das. Der Ponygruppe zur Aufwärmung. Da kommt ihr alle aus dem Stand. Alleine hoch. Weil ihr nicht mehr hochheben. Ja? Los. Auf geht's. Super. Macht das bestimmt klasse. So. Gut. Wieder ein bisschen ausschütteln. Luft holen. Könnt ihr ruhig mal laut ein- und ausatmen. So. Jetzt machen wir eins. Ich drehe mich mal zur Seite. So. Und zwar Beine locker lassen. Jetzt machen wir eins. Schön nach unten. Dabei Oberkörper gerade lassen. Arme ein bisschen mit hoch. Beim Hochkommen Knie nicht durchstrecken, leicht gebeugt lassen. Wieder runter. Wenn ihr es schwerer haben wollt, geht dann noch weiter runter. Mal gucken, wie tief sie kommen. Das geht bis hier zum 45-Grad-Winkel. Ich sag's euch, ich habe die Muskelkater meines Lebens vor. Schön Oberkörper dabei gerade lassen. Und nicht nach vorne geben, den Arsch auch nicht hinten rausstrecken. Schön raufsetzen. Sarah Melia kommt schön weit runter. Wie gesagt. Bei Lenja und Sophie sehe ich immer nur, wie der Kopf weggeht. So, noch einmal. Und dann wieder ausschütteln. Amelina macht das auch schön. Etta, toll. Super. Emmy, klasse. Macht das bestimmt alles schön ausschütteln. Miriam, wunderbar. Die taucht auch immer hinter ihren Ponys weg. Sehr süß. So, und jetzt machen wir eins. Bisschen runtergehen. Stellt euch vor, wie ihr im Sattel sitzt. Beine wieder hüftbreit auseinander. Also hüftbreit auseinander. Wie wenn ihr am Sattel sitzt. Ja? Nehmt die Hände ruhig nach vorne, wie ihr die Zügel auch haltet. Ihr haltet die Zügel nicht so. Nicht so, sondern so. Ja? Zügel halten. Und wie traben wir leicht? Nach oben. Schön nach oben. Bisschen hoch. Genau, Miriam, die Fäuste nach oben, sodass der Daumen, nicht der so. Bleibt zwar auf der Faust, aber der ist oben und der kleine Finger ist unten. Guck mal, so. Du hast die Hände so und wir wollen sie so haben. Also jetzt nicht so tief mehr? Also nicht mehr so ja, tief, genau, sehr gut, Miriam, wunderbar. Katalia macht das natürlich richtig. Bei Emily sehe ich gerade die Hände nicht. Edda, du hast die Zügel aber ganz schön weit oben in der Hand. Wollen wir die nicht auf Bauchnabelhöhe nehmen? Ja, sehr gut. Dass er hier auch. Na, großartig. Und Amelina, die schummelt, die hat ein eigenes Pferd im Stall.
Wie jetzt? Da ist ein Holzpferd zugange mit Sattel. Oh, cool. Sehr gut, Amelina. Kannst du auch Leichtraben da drauf? Ja, wunderbar. Mit Steigbügeln. Großartig, sag Amelia. Wunderbar. Du darfst die Hände ruhig noch ein Stückchen runternehmen. Also nicht so weit hoch. Hier genau, Sophie, Bauch. Ich sehe zwar deine Hände so super, aber die müssen auf Bauchnabelhöhe, hier nicht auf Schulterhöhe. Mach die ruhig noch ein bisschen runter. Wir kriegen ja schon wieder Besuch. Hallo. Von unserem Pony. So, das soll erstmal wieder reichen. Die Beine wieder ausschütteln. Macht euch wieder locker. Und zum richtig locker werden. Hallo, Caffrey. Jetzt hoffentlich nicht die Sandra um. Nein. Meine Brille ist jetzt schon ein bisschen lang. Ich hoffe, die Kamera nicht. Hallo. Sehr süß. So, und wieder zum Lockern. Machen wir wieder eins Kniehebel auf. Los geht's. Knie hoch an den Ellenbogen. Ich bin völlig fertig. Chrissy macht mit euch Sport. Ich finde, die Chrissy macht das toll. Caffrey findet das auch. Guck mal. So. Immer irgendwie hier zum Klotz. Einmal kurz durchlaufen. Einmal kurz durchlaufen. So. Das ist interaktives Training. So. Gut. Wieder ausschütteln. Strecken wir uns wieder nach oben. Äpfel. Holt euch die Äpfel runter. Wieder dran denken, Knie leicht gebeugt. Also nicht hier so gerade da stehen. Holt euch die ganz, ganz oben, die Äpfel. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Tja, die Edda hat auch ein Holzpferd im Garten und auch bei der Familie Hoffmann ist ein Holzpferd im Garten. Ach nein, bei Markus. Lenja, entschuldige bitte. Arme hoch. Macht euch schön lang. Lang. Da kommt der Spencer auch mal zugucken. Lang. Spencer, das würde dir auch gut tun. Lang. So, wieder ausschütteln. Und jetzt wieder. Genau, Lenja hat ihr es auch im Garten. Super. Das ist toll. Machen wir eine Holzpferde-Session. Kommen hier immer die Pferde bei mir hier vorbei und sagen Hallo, weil ich hier hocke. Wir wollen auch mitmachen. Dreh mich mal kurz um. Hier, ich hocke hier nämlich einfach mitten auf dem Paddock und dann werde ich hier immer so beschnuppert. Tada! Hat jemand, oh, da machen wir jetzt kurz eine Pause. Ja. Hat jemand, ihr wisst nicht, wie das Pferd heißt, das können wir euch verraten, das ist Jurika. So, könnt ihr erkennen, was das für eine Farbe ist? Na, könnt ihr das erkennen? Na, wer erkennt, was wir hier für eine Farbe haben? Nein. Ich drehe nochmal um und gehe mal näher ans Fell. Hui. So, jetzt bin ich wieder zu sehen. Ja, jetzt muss ich erstmal hochkommen hier. Da, wir gucken uns das mal an. Tatsächlich sieht man es von Weitem besser. Ja, also nicht ganz richtig geschrieben, aber ich glaube, du meinst das Richtige. Der Rappe ist das natürlich. Der Rappe. Auch sie hat, wie die Chica, im Sommer ein bisschen braun mit dem Fell, ein paar Stiche Haare im Braun. Genau, ist aber ein Rappe. Aber ist tatsächlich ein Rappe. Wow. Sehr gut. Und wer ein Spielzeugpferd in der Farbe hat, darf das nochmal vor die Kamera halten. Wer hat denn A? Die Emmy hat ein schwarzes Pferd. Die Katalia auch. Miriam auch richtig. Wunderbar. Sarah Melia 1A. Wunderbar. Das richtige Pferd. Emmelina hat sogar 2. Amelina hat 2. Edda ist gerade abgetaucht. Bei Sophie passen gar nicht genügend schwarze Pferde in die Hand. So viele hast du da. Mensch, sind ja auch schön. Aber immer so viel putzen, da siehst du mal jeden Staub drauf. Aber mal gucken wir mal nochmal hier. Genau, wen haben wir denn da stehen? Er guckt denn da gerade vorbei bei uns? Erkennt jemand dieses Pferdchen? Ein kleiner Tipp, in dem Winter hatte sie immer eine Decke um. Emmy, du bist immer die Schnellste, Wahnsinn. Sophie kommt auch nochmal rum. Das sind doch jetzt nicht ernsthaft noch mehr davon. Meine Güte, hast du viele Pferdis. Jawohl, Amelina, Edda, korrekt. Wir haben hier die Pippi. Und dann dürft ihr natürlich auch gleich nochmal sagen, was die Pippi denn für eine Farbe hat. Sehr schön. Ein Fuchs. Sehr schön, Lenja, richtig. Edda, ja, ist richtig, genau. Korrekt. Wunderbar. Und es werden auch schon die richtigen Pferde in die Kamera gehalten. Ihr seid großartig. Interaktiv machen alle mit. Wunderbar. Super. So.
Wunderbar, Miriam. Klasse. Katalea hat es auch. Ihr müsst immer dran denken, ne? Ihr müsst euch auch die Mähnenfarbe angucken, denn bei einem Fuchs hat die Mähne eine Farbe, die so ähnlich ist wie das Fell. Ne? Und wenn ihr ein Pferd habt, was eine schwarze Mähne hat, dann heißt das anders. Dann ist das was für eine Farbe? Wenn jetzt die Pippi schwarze Mähne hätte, würde die nämlich nicht mehr Fuchs heißen. Ganz genau. Emmy hat es geschrieben, aber glaube ich nur an mich. Das wäre dann nämlich ein braunes Pferd. Ne? Und ihr seht schon, die Pippi, die hat aber helle Haare, beziehungsweise Farben, die so ähnlich sind wie die Fellfarbe. Na Mädels, vertragt ihr euch? Oder gibt es jetzt hier Ärger im Paradies? Chrissy guckt da hinten zwischendurch, sieht sehr süß aus. Ein schönes Bild gerade. Mädels halt, ne? War ja bei uns. Sehr schön. Aber ihr habt natürlich recht, das hier ist ein Fuchs. Genau. Und ein Pippi. Und jetzt bin ich mal noch ein bisschen neugierig, ob ihr alle schön aufgepasst habt. Was ist denn das hier für ein Körperteil? Klasse, Lenja. Wunderbar. Und jetzt wird's schwieriger. Achtung. Was haben wir denn da? Sehr schön. Emmy hat es mir schon geschrieben. Ich verrate es mal noch nicht. Hast du gut gemacht? Ist richtig? Lenja hat es auch schon. Und die Lenja hat es auch. Der Huf natürlich. Amelina, korrekt. Wunderbar. So, jetzt, weil ihr das natürlich super und schnell hingekriegt habt, bin ich natürlich ein bisschen frech. Weiß denn jemand, wie das hier... Oh. Ah, das machen wir hier bei der. Steht gerade so schön. Wie das hier heißt. Das da. Die ist einfach frech und die bubbelt da drin rum. Weiß jemand, wie das beim Pferdchen heißt, an der Stelle? Sophie, korrekt, du warst die Schnellste. Nüstern, meine Güte, seid ihr schnell, Mädels. Unglaublich, so schnell hätte ich das jetzt nicht getippt, glaube ich. Vor allen Dingen nicht am Handy. So, sollen wir noch was Schwieriges, Chrissy? Fällt uns noch was Schönes ein? Ich guck mal hier so am Pferd lang. Noch mal kurz was Einfaches. Schwupp, das da. Wedelt hier bei Pippi immer so schön rum. Ihr seid großartig. Lenja hat's, Edda hat's, Amelina hat's. Wunderbar. Sarah Melia hat's. Ihr seid super schnell. Sehr cool. Chrissy hat sich noch was ausgedacht. Ihr habt alle recht. Ihr habt alle recht. Es ist natürlich der Schweif. Ja, dann gucken wir mal, ob ihr das so noch wisst. Das habe ich erwähnt gehabt. Haben wir hier, mein Schatz? Wir brauchen dein Gesicht, mein Schatz. Was ist denn das Weiße, was die Püppi hier am Kopf hat? Von oben nach unten. Wisst ihr es? Sieht man schön. Hat die von oben so unten. Oh, Emmy, klasse. Henny, Edda, Amelina, alle richtig. Das ist natürlich super die. Super aufgepasst. Blässe. Klasse. Wunderbar, Sarah Amelia hat es auch. Super, cool. Sehr Spitze. Schön. Super. Wird erstmal hergepullert hier, wo ihr geht. Müssen wir einen Schritt zurückgehen. Genau, so, Schritt. Sehr schön, Sophie hat es auch. Sehr gut. Gut aufgepasst, ihr Lieben. Astral. Ihr seid wunderbar. So, Pferdeanatomie machen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe da gerade Lust drauf, weil ihr so schnell seid. Weiß irgendjemand, das ist jetzt wirklich, wirklich schwer, wenn ihr das nicht wisst, das ist nicht schlimm. Weiß jemand, wie das Gelenk beim Pferd heißt? Wenn ihr es falsch schreibt, ist nicht schlimm. Also ich zeige es nochmal, es ist zwischen dem Huf und der Schulter des Pferdes. Und es gibt bei uns leider kein Gelenk, was so heißt, am menschlichen Körper. Bei uns wäre das das Handgelenk. Amelina, gar nicht schlecht, das zeige ich mal kurz für alle. Emmy auch nicht schlecht. Emmy, das hier ist das, was die Emmy geschrieben hat, das ist das Fesselgelenk, das ist hier. Und auch die Amelina hat was Tolles gesagt, nämlich, die hat gesagt, das Kniegelenk, aber das befindet sich beim Pferd, ähnlich wie bei uns, eher hinten, nämlich hier. Hier ist das Knie beim Pferd. Und da wir gerade so schön bei Pferdeanatomie sind und ihr das so toll mitmacht, was haben wir denn am Vorderkörper? Ja, Edda hat jetzt noch einen Vorschlag gemacht, Sophie mache ich gleich. Edda hat gesagt, das Sprunggelenk, aber das Sprunggelenk auch beim Pferd ist wie bei uns hier. Chrissy zeigt mir ihr Sprunggelenk, das ist nämlich da. Also, das heißt, am vorderen Fuß haben wir kein Sprunggelenk und kein Knie. Am vorderen
wäre das das Handgelenk. Aber genau. Wir zeigen nochmal schnell am Pferd, wo euer Ellenbogen beim Pferd wäre. Wir gehen mal darüber an was Helleres, das sieht man besser. Ihr macht das echt toll. Das ist ganz einfach zu merken. Und zwar, der Ellenbogen ist da, wo unser Sattelgurt liegt. Da, hier. Genau. Das ist nämlich hier. Hier ist der Ellenbogen vom Pferd, hier. Hier geht unser Sattelgurt lang. Wer bei mir Unterricht hat, weiß, dass ich ganz viel Wert darauf lege, dass das hier immer sauber ist. Weil hier liegt der Sattelgurt und wenn das Pferd läuft, schiebt es ja diesen Ellenbogen immer über den Sattelgurt drüber. Und wenn das nicht sauber ist hier, dann reibt es und dann gibt es hier ganz, ganz böse Scheuerstellen. Deswegen muss das hier immer sauber sein. Am Ellenbogen. Gucken wir uns bei Fieger nochmal an den Ellenbogen. Das ist weiße Fell, sieht man es vielleicht nochmal noch ein Stück schöner. So, ihr seht es hier, die Schulter. Ja? Und hier kommt der Ellenbogen. Hier. Und wenn die Fieger jetzt das Bein hochhebt, die Chrissy kann ja mal fragen, ob sie so nett ist, mal mitzuspielen. Genau. Dann seht ihr auch, wie sich dieses Gelenk einbeugt. Seht ihr das? Genauso wie unser Ellenbogen auch. Ist das so ein bisschen spitz dahin? Seht ihr das so ein bisschen? Klasse. Da kann man sich das mal vorstellen. Ich bin nicht so lang wie die Fieger. Aber guck mal, dein Handgelenk ist fast an der Stelle. Naja. Du bräuchtest einfach noch ein paar elende Langziehen dazu. Ja. Okay, die Sophie hatte vorhin noch die Kastanie erwähnt. Hallo. Sehr schön. Die Kastanie beim Pferd ist der zurückgebildete Daumen und der befindet sich da. Das ist so ein bisschen Horn und das ist hier drüben. Bei Fieger ist es sogar grau und weiß. Vielleicht sieht man es auf der Seite nochmal gut. Ah, ich muss rum. Da ist es ganz weiß. Tada. Seht ihr es? Ja, seht das. Okay, ich löse das mal auf. Das, was wir hier vorne haben, an der Stelle, was bei uns das Handgelenk ist, heißt beim Pferd Karpalgelenk. Ne? Also es ist immer wieder schön, dass wir euch noch was beibringen können. Sehr gut. Naja, es wäre ja schlimm, wenn ihr alles wissen würdet. Und was haben wir denn? Das kriegt man auch hier hin. Was haben wir denn hier? Hier. Wer weiß es? Was ist da vorne? Rosi so, Großartig. Edda sogar richtig geschrieben, wie der Riss. Emmy, wunderbar, richtig. Sehr gut. Ich sehe schon, ihr passt super auf, wenn Amelina wir euch was hat's. Erzählen. Spitzenmäßig. Klasse. Sehr schön. Und das ist ganz viel Fell. Sascha, du musst nicht nur dein Pferd trainieren, du musst es auch mal putzen. So, was haben wir denn noch? Sprunggelenk haben wir, Fesselgelenk haben wir. Karpalgelenk, das ist ganz schwer, haben wir. Was haben wir denn noch Schönes? Aber das ist... Sie fällt noch was ein, die will noch keinen Sport mehr mit euch machen. So, gucken wir mal beim Flaps. Ja, das ist eine Nüster, die hatten wir aber schon, Schatzi. Was ist denn das hier? Dieses schöne, große, runde hier. Warte, wir zeigen das nochmal. Flaps will nicht. Flaps will nicht. Flaps will nicht. Hier, das hier. Wo jetzt hier meine Hand drauf liegt. Was ist denn das? Ganasche. Oh, Mädels. Ihr seid spitze. Wer schreibt Ganasche? Großartig. Super, Mensch. Da können wir ja jetzt hier Pferdeanatomie abhaken. Haken dran, können wir. Ich glaube, bei Emmy wäre es auch korrekt geworden. Die hat auch nur GA geschrieben, aber ich glaube, das stimmt. Und die anderen, die haben das, wissen das auch schon, die tippen alle schon ganz fleißig. Klasse. Sophie hat vorgeschlagen, Backe. Aber es ist tatsächlich, es stimmt, wenn wir es mit uns vergleichen würden, ist es die Backe. Aber es heißt beim Pferd Ganasche. Korrekt. Genau, super. So, Ohren hat man. Augen brauchen wir nicht, Nüstern haben wir. So, was haben wir denn noch Schönes am Pferd? Ha, eine Sache habe ich noch. Das können wir vielleicht auch noch gucken. Mal gehen wir jetzt mal zur Fio, die ist ja kein Schulpferd mehr. Ein paar von euch kennen sie noch als Schulpferd, ist ja jetzt ein Privatpferd. Und zwar das da, wo ich jetzt meine Hände liegen habe. Mir wird schon getippt. Ihr wisst es bestimmt, was das hier hinten ist. Der Popo wird vorgeschlagen. Nee, der ist hier. Der Popo ist hinten. Ich meine das hier. Ja, Amelina, nicht ganz richtig geschrieben, aber geht in die richtige Richtung. Richtig. Hat noch jemand? Miriam Popo? Popo, nee, der ist wie gesagt hier. Popo ist weiter hinten. Na. Gruppe, Sophie, hervorragend und korrekt geschrieben. Super. Edda hat es auch. Und seht ihr schon wieder, bei der Kio, die ist ein Farbwechsler. Das heißt, die bekommt dieses Jahr schon wieder einen weißen Popo. Also eine weiße Gruppe tatsächlich erstmal. Aber der Po wird da mit Sicherheit auch noch weißer werden. Ja, der wird irgendwann. Mit den Jahren wird es weißer. Ne, tatsächlich nicht. Es wird jedes Jahr bei ihr anders weiß. Ja. Mhm. Das ist bei Kio eine Besonderheit. Kio hatte immer, wenn sie Fohlen hatte, waren immer die Stichelhaare in weiß vermehrt am Bauch. Da sind sie dieses Jahr auch ein bisschen. Aber ihr seht schon, die größeren weißen Flecken sehen hier fast wie beim Appaloosa aus.
hinten auf der Gruppe und man sieht so ein bisschen auch die schwarz, also die dunkleren Punkte dazwischen, obwohl die Kio ja eigentlich ein Paint ist, also gar kein Appaloosa, aber sie hat so lustige Farbgebung. Genau. Cool. Jungs. Na dann, haben wir noch 10 Minuten zum Sporteln. Haben wir noch 10 Minuten? Schaffen wir noch 10 Minuten? Ich hatte ich noch 10 Minuten. Ah nein, ich habe erst noch eine Pferdefarbe. Man kann es ja ahnen. Wer ist es denn erstmal? Wen haben wir denn da? Wer der das wohl ist? Ist kein Farbwechsler. Hat eigentlich eine normale Farbe. Kommt aber gerade von der Bewegung, deswegen hat er sich jetzt gerade in den Dreck geschmissen. Ja, Edda schreibt, das ist der Dusty. Genau. Der heißt so, weil er gerne so aussieht. Ja. Genau. Korrekt, Dusty ist natürlich richtig. Und was hat unser Dusty für eine Farbe? Das wisst ihr auch alle. Also jetzt nicht die er gerade hat, gell? Sondern die er eigentlich sagen, hat. Ich würde sagen, die er jetzt hat, ist dreckig. Ja, die jetzt hat, ist grau. Ja, Edda schreibt weiß. Richtig, Emmy. Der Schimmel ist es. Korrekt. Und wenn von euch einer ein Schimmel oder weißes Pferd hat, zeigt das uns mal. Darf es wieder in die Kamera zeigen. Wunderbar. Ah ja, klasse. Schimmel, überall Schimmel in der Kamera. Super, Katalia, Emmy hat einen Schimmel. Ach, bei, toll. Ja, Lenja ist der Schimmel im Bild. Bei Edda sehen wir gerade nur die Augen. Sarah Melia hält einen Schimmel hoch. Wunderbar. Amelina flitzt los. Amelina rennt schnell rein. So, Sophie ist bestimmt auch gerade aufs Kinderzimmer geflitzt, um den Schimmel zu holen. So, okay. Ihr macht das alle super. Ihr habt alle die weißen Pferde in der Kamera. Und da liegt auch Diantra bereit für nächste Sporteinheit. Will Diantra mal mitmachen? So, machen wir einfach noch mal kurz ein bisschen was zur Wiederholung. Und dann, wenn wir das wieder ein bisschen warm sind, machen wir noch was, dass ihr hier ein bisschen in eurer Hüfte, in eurem Becken ein bisschen locker sind, okay? Aber als allererstes, ich drehe mich ein bisschen zur Seite, damit ihr das auch seht. Hier. Beine wieder. Oh, da hat es Rico gegeben. Ui. Schön. Füße. An den Po. Schön hinten hoch. Wenn ihr das ein bisschen steigern wollt, nehmt ihr die Arme dazu. Los. Los, Miriam, mitmachen. Okay. Komm, dass du ein bisschen munter wirst. Sehr schön. Prima. Wunderbar. Hier werden die Wohnzimmer wieder unsicher gemacht und die Kinderzimmer. Es wird gejoggt, was das Zeug hält. Sophie ist auch wieder da, hat den Schimmel dabei und darf jetzt mitmachen. Großartig. So, jetzt wechseln wir in den Kniehebel auch wieder. Sehr schön. Schön die Knie hoch. Und wer das möchte, gerne überkreuzt mit den Ellenbogen zum Knie, Katalia. Wunderbar. Lacht mich der Dusty gerade aus. Und der Dusty zeigt uns gerade, was er davon hält. Macht ihr mal ruhig. Genau, ich esse. Sehr schön. So, wieder wechseln. Füße hinten an den Po. An den Po. Schön ran. Tami macht gerade auch Po-Training, der schuffelt sich den Po am Baum. So. Gut. Wieder ausschütteln. So. Arme, Beine sind warm. Was ist mit dem Fuß oben? Sieht man aber, glaube ich, auf dem Kamm auf der Kamera jetzt gar nicht. Müssen wir näher hin. So. So. Wie gesagt, wir wollen noch ein bisschen Hüfte locken, gell? Also machen wir eins. Machst hier schon mal ein Stück hoch. Arme. In die Hüfte rein. Und beschreibt mal eine 8 mit eurer Hüfte. Links, rechts, vor, links, vor, rechts, vor, links, vor. Immer schön kreisen. Schöne 8 machen. So wie ihr auf dem Pferd sitzt, wenn es Schritt läuft. So eine 8. Ist jetzt ein bisschen übertrieben zwar, wie ich es mache. Aber so eine 8 beschreiben eure Hüfte auch, beziehungsweise ist es euer Becken, wenn ihr reitet, wenn das Pferd Schritt läuft. Wenn ihr euch schön drauf einlasst und nicht fest seid und euch so tragen lasst, sondern wirklich, wenn ihr euch vom Pferd einfach mitschwingen lasst. Zeig mal von hinten, das sieht man nämlich mit der Hose auch schön. Dass das eine Achtung. Na, immer abwechselnd eine Seite vor und dann wieder zurück und dann die andere Seite wieder vor. Jo, du stehst im Bild. Mach mir dafür einen komischen Kleid. Einen komischen Quatsch. Das ist eine super Übung, die man auch immer fürs Reiten braucht. Genau, damit ihr schön locker ist. Damit ihr schön locker seid und nicht verkrampft. Ja? So, und jetzt machen wir eins. Komplett kreisen. Schön kreisen.
oben versucht er wieder den Oberkörper schön gerade zu lassen und kann ein bisschen in die Knie gehen und schön mitgehen mit den Oberschenkeln. Schön kreisen mit. Aber oben, der Oberkörper, bleibt schön gerade. Geht nicht hier so mit. Kann man auch machen, aber da wird euch irgendwann mit. Also, schön. Hüfte kreisen, ist wenn die Hula Hoop reifen um den Bauch hat. Okay? So, andere Richtung. Wir kreisen mal in die andere Richtung. Oh, schwerer bei mir. Muss auch öfter mal machen, oder? So. Schön kreisen, zur anderen Richtung. Schön kreisen dann. Macht ihr euch schön locker. Das könnt ihr auch wirklich, die Acht und dieses Kreisen mit eurer Hüfte könnt ihr auch vom Reiten machen, dass ihr da locker seid. Ja? Schön locker. Miriam hat sich sogar einen Hula-Hoop-Reifen geholt. Wunderbar. Super, ja, da geht's, genau, wenn ihr euch Hilfsmittel nehmt, super, dass ihr das Gefühl habt, wie ihr das machen müsst. Beim Hula-Hoop-Reifen müsst ihr ja den Oberkörper auch gerade. Ja? So, machen wir nochmal die Hüft-Acht. Ihr Lieben. Edda hat auch einen Reifen. Ja, super. Ihr habt alles zu Hause, dass ihr euch trainieren könnt für die Ponys. Oh, bei Edda sieht das richtig gut aus. Das kriege ich so gut nicht hin. Das kriegst wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Sehr schön macht ihr das. Super. Schöne Abend. So, ihr Lieben. Dann wieder ausschüttelt. Jetzt machen wir eins. Bitte wieder Beine hüftbreit auseinander, leicht in die Knie gehen, nicht durchdrücken. Und jetzt, was fressen unsere Pferde außer Äpfel noch? Möhren. So, jetzt holen wir uns die Möhren aus dem Boden. Und hoch. Und unten greifen und hoch. Unten greifen und hoch. Unten greifen und hoch. Und schön gerade bleiben, wie gesagt. Den Oberkörper wieder und in den Beinen auch. Nur halt darauf achten, dass ihr wieder hier ganz leicht gebeugt seht und nicht durchgedrückt. Ganz leicht gebeugt seht, ja? Rechte Beugchen, unten, Möhren greifen. Möhren greifen. Möhren greifen. Das rupft aus dem Boden raus, die Pferde wollen was essen. Die haben ganz viel Hunger auf Möhren, Möhren sind was Leckeres, essen die gerne. Genau. Ihr könnt euch ruhig dabei vorstellen, wie die ganz fest rausziehen. Ja, der hat schon einen ganzen Sack Möhren, würde ich sagen. Fest rausziehen. Fest raus. So, wir haben vielleicht noch ein paar echte Möhren zum Training geholt. Super. Ich glaube, aber es sind Spielzeugmöhren, es sind keine ganz echten, aber sie sehen auf jeden Fall aus wie Möhren. So, und jetzt wechseln wir von den Möhren wieder nach oben zu den Äpfeln. Holt euch wieder die Äpfel vom Baum, die wir noch wieder haben. Wenn das echte wären, was denkt ihr, wie viele Pferde wir jetzt hier drumherum hätten? Oh ja. Würden wir jetzt gerade hier die Äpfel aus der Hand fressen. Schön groß machen. Und die Äpfel raus, holt sie euch raus. 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 So. Und nach den Äpfeln, was machen wir da? Möhrchen rausholen. Das Möhrchen wiederholen. Das holt die Möhrchen wieder raus. Holt sie aus dem Boden raus. Holt sie raus. Holt sie wieder raus. Immer schön abwechselnd den Arm. Schön raus. Schön raus. Raus. Super. Ihr macht es bestimmt spitze. So, und jetzt noch einmal Äpfel. Holt euch die Äpfel von oben. Holt euch wieder die Äpfel. So, und jetzt haben unsere Pferde, glaube ich, genug zu essen. Schüttelt euch wieder aus. So, und jetzt machen wir nochmal, einmal strecken wir uns nochmal den Oberkörper. Wieder ein bisschen hüftbreit auseinander, locker stehen. Beugt euch ein bisschen rüber. Macht die Arme schön lang, schön gerade lassen. Und streckt euch rüber. Andere Seite. Strecken. Kommt die Cheek ins Feld. So, und jetzt nehmen wir unsere Beine nochmal. Passt euer Knie, hebt das Knie an, passt das Knie, ich habe jetzt das rechte Knie als erstes und zieht ein bisschen hoch, zieht euch ein bisschen hoch, ja, nur gerade stehen bleiben, ein bisschen ranziehen, Knie, Oberschenkel, andere Seite, hochziehen. So, und dann nehmen wir nochmal Füße hinter an, hoch und ziehen nochmal ran. Andere Seite. Ranziehen. So, und dann schütteln wir uns nochmal aus. So, ihr Lieben. Das war unsere Sporteinheit für heute. Ihr Süßen. Wir hoffen, wir sehen euch wirklich bald wieder. Wenn ihr Ideen habt, immer noch, immer her damit. Schickt sie uns per WhatsApp oder per E-Mail.
ruhig auch an den Sascha zur Not. Der schickt sie uns weiter. Den Link, den eure Eltern immer kriegen, könnt ihr uns auch deine Idee hinschicken, was ihr vielleicht mal machen wollt. Oder was wir euch mal erzählen sollen. Oder schreibt der Sandra oder mir per WhatsApp oder der Anni, je nachdem, wen ihr habt. Schickt uns das ruhig, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr irgendwas Bestimmtes machen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Da dann wieder 16:30 bestimmt. Wie gesagt, ich hatte noch zu arbeiten bis 17 Uhr, deswegen musste ich ein bisschen nach hinten verschieben. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Wir vermissen euch wirklich ganz dolle. Die Ponys auch, die sind schon echt langsam ein wenig unterarbeitet. Die freuen sich zurzeit auch wirklich, wenn mal jemand kommt und mit ihnen was macht. Deswegen hoffen wir, dass ihr bald wieder bei uns sein dürft. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Haltet die Ohren steif, ihr Lieben. Und drückt uns die Daumen, dass es heute regnet, damit die Wiese wieder wächst. Ihr Süßen, macht's gut. Wir vermissen euch. Macht's gut.